Garten und Natur geht es jetzt weiter hier bei Pearl TV. Wir haben wunderschöne Produkte für Sie zusammengestellt, die man ja jetzt braucht, wenn der Frühling kommt. Und ich bin heute nicht alleine im Studio. Ich habe die liebe Caroline Ball bei mir. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein. Magst du Blumen? Ich liebe Blumen, natürlich. Es ist doch schön, oder? Aber du bist ja auch häufiger nicht zu Hause. Ja. Dann hast du bestimmt auch das Problem, gerade Schnittblumen oder auch eine schöne Topfblume, die gehen dann gern mal ein, wenn man die da nicht regelmäßig wässert, oder? Das ist genau das Problem. Ich habe auch so einen schönen, so einen, weißt du, wie heißen die, diese so ein Geldbäumchen. Das ja. hege ich und pflege ich. Und wenn ich nicht da bin, habe ich wirklich das Problem, dass das vertrocknet. Das ist leider so. Ja, das haben, glaube ich, einige dieses Problem. Und da haben wir aber eine tolle Lösung. Aus dem Hause Royal Gardenier haben wir Bewässerungskugeln aus Glas. Das ist ein Viererset. Da bekommst du 4 von diesen Glaskugeln. Die sind mundgeblasen. Das bedeutet, jede Kugel ist quasi ein Unikat. Und diese Kugeln, die füllt man mit Wasser auf. Da passen ca. 75 Milliliter Wasser rein. Mhm. Füllt man einfach auf und dann steckt man die verkehrt rum in die Blume rein. Also ja, so mit dem Ball dann, nach oben. Aber läuft das dann nicht alles rein? Nee, wahrscheinlich Nein, nicht. Läuft es nicht. Trick, ne? Das ist ja der Trick dabei, denn die Erde, die in deinem Blumentopf ist, ja. die verstopft quasi hier unten diese kleine Öffnung. Okay. Und das bedeutet dann, das Wasser wird nur ganz, ganz langsam an die Erde abgegeben. Also du steckst es quasi da rein, wo du die Wurzel auch vermutest, Super. So ein bisschen in okay. die Nähe, steckst du das ein und dann steckt das da drin und gibt halt nach und nach dann das Wasser ab. Das ist ja perfekt. Und so kannst du locker okay. eine Woche überbrücken. Eine Woche, okay. Mhm. Und dann kommt ein Röhrchen quasi in einen pro Blume, Topf. Genau, du kannst aber okay. auch, wenn du es länger haben möchtest, kannst du natürlich auch mehrere Röhrchen okay. pro Blume stecken und dann hältst du dementsprechend länger. Das ist eine super Sache. Ja. Vor allen Dingen auch, ich kenne ja Leute, die haben so, weißt du, so ganz komplizierte Gerätschaften mit irgendwelchen, weißt du, mit Stromanschluss und irgendwelchen, ja. weißt du, so Bewässerungssysteme, ja, ja. Die wahnsinnig kompliziert sind. Und das ist ja wirklich, da brauchst du ja nichts. Also das nee, kannst vor allem ja wirklich auch gerade, wenn du zum Beispiel Kräuter in der Küche hast. Ich habe total gerne stimmt, so Küchenkräuter, diese kleinen Töpfe. Wir sehen es auch hier gerade nämlich ja. sehr schön, weißt du? Dann hast du so einen schönen Basilikum oder sowas da stehen und den kannst du ja nicht die ganze Zeit immer gießen. Man vergisst das ja auch ab und zu. Ich bin ja auch immer so ein kleiner Schussel und dann bin ich am Wochenende immer 3-4 Tage nicht da Super und dann Idee. Gehen mir hier wirklich mhm. auch die ganzen Kräuter immer ein, mhm. weil die müssen einfach regelmäßig Wasser haben. Einfach eine von diesen Kugeln in den kleinen Topf reinstecken, schön mit Wasser gefüllt, dann bleiben die eine Woche lang toll bewässert, auch gleichmäßig bewässert. Also eine tolle Lösung, das für kleines Geld, mhm. 6,56 Euro hier für das Viererset. Und das Schöne ist auch halt mundgeblasen, also Glas, richtig. Mhm. Wir hören das hier, wenn man da mal so dran tippt. Mhm. Das ist richtiges Glas. Mundgeblasen, was ganz, ganz Schickes. Und ich habe eine ganz süße Kundenmeinung gelesen gehabt, die war total niedlich. Da hat eine Kundin geschrieben, sie hat sich diese tollen mundgeblasenen Bewässerungskugeln bestellt und hat die dann mit diesem, du kennst es vielleicht, mit dem man auch diese Fensterbilder macht. Ja. Diesen, da gibt es wie so ein spezielles Gel, was du ja, auf die Fenster ja, genau, auftragen so, kannst, wo du so Fensterbilder machen kannst. Da hat die Glaskugel noch mit bemalt. Ach, das nein. fand ich auch Ach, total süß. Und schön. Sagt, so hat sie die Kugel noch mal individuell gestaltet. Also das ist auch eine Möglichkeit. 6,56 Euro, das Viererset hier. Mini-Bewässerungskugeln aus Glas, aus dem Hause Royal Gardenier. Unter der Bestellnummer NC 5244 und der 569. Eine tolle Lösung, um die Blumen lange frisch zu halten. Aber das war noch nicht alles. Wir haben noch ein tolles Produkt und das hat mich total begeistert. Ich hatte das noch nie gesehen und war dann letzte Woche, als wir das ausprobiert haben, total fasziniert. Und zwar Hydrokristalle. Haben Sie davon schon mal gehört? Hydrokristalle? Kennst du Hydrokristalle? Nee. Es sieht ganz süß aus. Und zwar bekommst du hier, wenn du sie dir bestellst, diese kleinen Tütchen mit den unterschiedlichen Farben der Hydrokristalle. Also wir haben hier grüne, blaue, rote, gelbe und durchsichtige Hydrokristalle. Das sind so kleine Kügelchen. Die sehen ganz unscheinbar aus in diesen Tütchen. Und die werden dann mit Wasser aufgegossen. Und diese kleinen Kügelchen nehmen dann das Wasser auf. Und dann die so? Dann sehen die so aus. Das ist ja lustig. Und wenn die werden um Vielfaches größer, also es wird dann wirklich richtig, richtig viel. Und damit kannst du zum Beispiel Vasen auffüllen und da deine Schnittblumen reinstecken. Oder auch Aha. in Blumentöpfe
Mit das gesamte, diese Hydrokristalle mit einmischen in die Blumenerde. Ja, aber wie geht das, wie wird das Wasser quasi? Das wird abgegeben. Wenn du die anfasst, merkst du das, die sind feucht, die sind ganz nass und da sind Nährstoffe und halt Wasser drin. Und diese Nährstoffe und das Wasser wird durch diese Hydrokristalle hier dann an die umliegenden Blumen abgegeben. Aha. Und dann irgendwann schrumpeln die zusammen und dann genau, ist das Wasser genau, die werden halt draußen, immer weniger, oder? Aber das hält bis zu 2 Monate. Nein, das ist ja irre. Unglaublich, oder? Nein, wir schauen das uns hier mal an. Schau mal, du füllst diese Kugeln quasi in das Gefäß dann und gießt die mit Wasser auf. Und die saugen sich dann, diese kleinen Kügelchen, die sind wirklich mini klein, also 5 Beutel, 8 Gramm gibt es da für sie. Und die werden dann größer, nehmen das Wasser auf, schau mal, die schwellen richtig an und werden dann halt diese glitschigen Kügelchen und die sind gefüllt mit Wasser und mit Nährstoffen. Und mit diesen Kügelchen kannst du dann halt deine Vase auffüllen, kannst da Schnittblumen reinstecken oder wie gesagt auch unter normale Blumen, unter die Blumenerde mit drunter mischen. Und das sieht ja auch noch witzig aus. Das sieht toll aus. Wenn es ist du das sehr hier so dekorativ, in der Vase hast. 100% umweltfreundlich, chemiefrei und biologisch abbaubar. Wow. Und sind also, ist das jetzt, was wir hier in dieser Vase haben, sind das die 5 ja, das sind die 5 Beutelchen. Kleinen Beutelchen? Das ist wirklich viel. Das wird richtig viel. Also man ist erstaunt, wie viel das wirklich wird. Das werden richtig, wir sehen es ja hier, diese Gläser. Das wird wirklich richtig viel, diese Hydrokristalle. Ich hatte die auch noch nie vorher in der Hand. Das ist so ein ganz eigenes Gefühl, auch wenn man die anfasst. Weil man merkt halt, dass sie hier das Wasser abgeben. Naja. Und es ist nicht gefährlich. Wie gesagt, alles biologisch abbaubar, chemiefrei, also umweltfreundlich. Kein Problem, da muss man sich keine Sorgen machen. Und man merkt es richtig, halt, wenn man die hier auf die Hand legt, dann sieht man das ja auch. Die geben hier das Wasser dann auch an die Hand ab. Und das ist toll. Also für Schnittblumen geeignet. Das sieht natürlich gerade in so Glasvasen, schauen Sie sich das mal an. Sie können da ja mehrere Beutelchen bestellen und mit den unterschiedlichen Farben dann arbeiten. Sehr dekorativ. Und aber auch für Blumentöpfe wirklich geeignet. Mhm. Also für ganz normale Blumenerde. Da kannst du die einfach mit drunter mischen. Okay. Und die geben dann hier das Wasser. Man sieht ja jetzt, das wird hier nass auf meiner Hand. Das ist hier überall Wasser jetzt. Die geben das Wasser dann nach und nach. Und zwar bis zu 2 Monate lang dann an die Erde drumherum beziehungsweise an die Blumen ab. Super. Und wenn du dann wieder gießt, dann saugen die sich wieder voll? Oder sind die dann nach 2 Monaten? Ja, ab und zu musst du sie dann auswechseln natürlich. Okay. Aber okay. Es hält halt relativ lange an und sieht wirklich schick aus. Also sieht ganz, ganz, ganz toll. Aus. Na, da kannst du das richtig ist ein ganz eigenes Gefühl, ne? Also ganz irre. Ich habe die auch wirklich, ich finde die ganz schick. Stell dir mal vor, du hast so verschiedene Glasvasen zu Hause und kannst dann da deine Schnittblumen unheimlich lange mit frisch halten. 3,71 Euro kosten 5 von diesen kleinen Tütchen. Und da hast du dann wirklich ganz lange Freude mit. Und es sieht richtig wunderschön aus. Unter der Bestellnummer NC 1326 und der 569 kommen dann diese Hydrokristalle zu Ihnen nach Hause. Probieren Sie das gerne mal aus. Es ist wirklich eine Neuerung und etwas so Innovatives, dass ich bin immer davon begeistert. Also ganz toll. Ja, vor allen Dingen toll, wenn das eine Funktion hat und auch noch toll aussieht. Ja. Ne? Das ist doch immer... Das ist immer das Beste. Und jetzt kommen wir zu etwas, das haben wir so oft verkauft. Ich weiß, Sie kennen es wahrscheinlich schon und Sie sind auch davon begeistert. Wahrscheinlich haben Sie sich auch schon den einen oder anderen Gartenschlauch bestellt. Denn wir haben hier unsere tollen Gartenschläuche. Das ist unser Pro 5, den wir hier liegen haben. Das sind jetzt 5 Meter Gartenschlauch. Okay. Hebt es mal hoch. Hast du schon mal einen Gartenschlauch hochgehoben? Naja, normalerweise sind die ja aus Gummi und super schwer. Genau, und das sind jetzt 5 Meter, ganz leicht. Beziehungsweise 15 Meter. Denn unter Wasserdruck wächst dieser Gartenschlauch auf 15 Meter an. Der hat diese Nylonummantelung, da drin ist so ein Gummi. Und das bläst sich dann quasi unter dem Wasserdruck auf. Und dann wird dieser Gartenschlauch 15 Meter lang. Das ist ja super. Wir schauen uns das mal einmal im Film an. Schau mal, du hast diesen Gartenschlauch. Okay. Schließt den an, machst dann ganz normal das Wasser an. Und dann wächst dieser Gartenschlauch. Das sind jetzt dann, ist der große, glaube ich, mit den 15 Metern. Der wächst dann auf 30 Meter an. Also es gibt 2 unterschiedliche. Wir haben jetzt hier erstmal den kleinen, den Pro 5, der auf 15 Meter dann wächst. 18,91 Euro da der Preis. Und man sieht hier, unter dem Wasserdruck wird er immer länger und immer größer. Und der knickt nicht und verdreht sich nicht. Der verknotet nicht.
der knickt nicht und der ist leicht. Das ist ja, das der Tolle. Ist wirklich leicht. Du musst nie wieder so einen schweren Schlauch tragen. Du kannst ihn ganz einfach um die Ecke ziehen. Die Brause ist übrigens im Preis gleich mit inklusive. Die kommt gleich mit zu Ihnen nach Hause mit diesen 7 verschiedenen Sprühfunktionen. Die ist da mit dabei. Toll. Also die Brause kommt mit. Das ist auch ganz toll. Hier oben kannst du die unterschiedlichen Sprühfunktionen einstellen. Siehst du hier oben, ist auch nochmal toll beschriftet. Also die ist gleich im Preis inklusive. Und dann was hast du hier... Sowas? Der kostet jetzt 18,91 Euro. 18 Euro, das ist ja geschenkt. Und das sind, ja, überleg mal, 15 Meter Gartenschlauch. Vor allem so leicht, den kannst du ja einfach in einen kleinen Eimerchen packen. Na klar, dann hast du den immer dabei. Oder und so im Garten, eine wie schnell hast du den dann ausgerollt hier quasi und kannst anfangen damit zu wässern. So einfach, toll. So leicht. Sehr also schön. Wirklich ein traumhaftes Produkt, gerade wenn Sie vielleicht auch einen kleinen Garten haben, ein Schrebergärtchen oder sowas und wollen dann nicht immer den schweren Gartenschlauch mitschleppen, dann ist sowas hier eine tolle Lösung. Oder auch gerade bei uns zu Hause, ich kenne es, ehe wir da in unserem Garten immer den schweren Gartenschlauch verlegt haben, dann muss man immer diese Trommel rausholen. Sie kennen das bestimmt, oder? Trommel raus. Hier sehen wir es einmal, genau so. Ja, die Trommel, ja, dann verhakt sich das alles. Die ist super schwer, die kannst du alleine kaum anheben. Dann knickt dieser dumme Gartenschlauch an. Man hat nur Ärger damit, nur Ärger. Und es geht so schwer. Dann hängt er irgendwo zwischen. Hier, so einfach geht das. Das ist echt toll. Und was ist da drin? Also wie funktioniert das? Hier drunter ist ein Gummi. Also hier ist diese Nylon-Ummantlung, die das Ganze in Form hält. Und da drunter ist noch ein Gummi, das sich dann halt unter dann dem quasi Wasserdruck auf, dass ich das genau auf die Größe auszieht. Hier das sieht man ja, praktisch. Das Nylon ist ja so geriffelt und das wird dann glatt. Wenn der halt mit Wasser gefüllt ist, dann zieht sich das Nylon glatt. Da sieht man ja auch, dass es die normale Größe hat. Hier kann man es, glaube ich, toll sehen. Das zieht sich dann glatt. Das Gummi unten drin wird immer dicker zu einer normalen Schlauchgröße. Und dann hat man das. Also 5 Meter wird super 15 Erfindung. Meter. Ganz ja, toll. Ganz toll. Also mit wenn ich einen Garten hätte, ich würde es mir sofort kaufen. Ich habe leider keinen Garten. Das ist schade. Dann musst du dir vielleicht aber ich glaube, ich muss mir jetzt einen Garten anschaffen, damit ich diesen Schlauch benutzen kann. Ja, unter der Bestellnummer NX5148 und der 569 kommt dieser Pro 5, der wird dann 15 Meter lang zu Ihnen nach Hause. Also das ist wirklich ganz toll und der ist mega stabil. Wir haben damit sogar mal ein Auto abgeschleppt. Na siehste, also wirklich, dann das geht. Man kann damit ja sogar Autos... Hier sehen wir es. Oh, danke, liebe Guck Regie. Mal. Schauen Sie mal, da kann man sogar Autos mit abschleppen. Der ist wirklich sehr robust und sehr stabil. Also... Ich war auch total begeistert davon und ich muss auch jetzt zum Frühling wieder welche von diesen Gartenschläuchen mit nach Hause nehmen, weil meine Mutter hat das auch gesehen, die war hin und weg, weil die ist ja auch mal, wenn du dann im Garten wirklich nur hast so ein paar Beete und man legt diese schweren Schläuche, dann diese Gummischläuche über die Beete, dann machen die auch immer die Beete kaputt, ja, genau, wenn du klar. die so drüber ziehst, das ist wirklich ganz, ganz schlimm, dann geht immer direkt das Beet kaputt. Und hier bei denen, die sind ja so leicht. Und hier haben wir jetzt gerade hingelegt bekommen unseren tollen Pro 10. Und der ist jetzt hier im Originalzustand 10 Meter lang. Der wächst dann auf 30 Meter. Also Dreifachlänge. Und überleg mal, 30 Meter Gartenschlauch. Nichts. Guck das mal, so in einer Hand hältst das du 30 ganz Meter Gartenschlauch. Und ich mit zwei Fingern halten. Ja. Das ist wirklich toll. 30 Meter Gartenschlauch. Überleg dir das mal. Wahnsinn. Und für den Preis halt auch schon mit dieser tollen Brause dann direkt, die ist halt auch immer direkt mit dabei, 28,41 Euro, 30 Meter Gartenschlauch plus die tolle Brause, das ist sehr Wahnsinn, oder? Super. Und ich finde, das sieht auch noch richtig schön aus. Also, ja, vor allem auch klein zum Verstauen. Ne? Normalerweise, wenn du diese riesen Schlauchtrommeln hast, wo packst du die dann hin? Dann ist in der Garage, nimmt es unheimlich viel Platz weg. Du stolperst wahrscheinlich immer noch drüber. Und hier, das kannst du alles zusammen machen in kleine Tüte oder in einen kleinen Eimer. Das ist ja wirklich, guck mal, du kannst es ja ganz leicht zusammenpacken oder auch irgendwo hinhängen. Und hier sehen wir nochmal, wie der sich ausdehnt. Da kann man das toll sehen. Schau mal, der wächst so richtig. Mich erinnert das so ein bisschen immer an so eine Schlange irgendwie. Da sieht man es richtig. Hier kannst du gut sehen, wie der sich dann ausdehnt. Dann wird das wirklich alles ganz straff. Das Nylon dehnt sich dementsprechend aus. Und du hast halt 30 Meter Gartenschlauch, der auch nicht irgendwie verknickt oder so. Du hast halt unheimlich viel Platz, um mit dem dann deinen Garten zu bewässern. Also hier auch wunderschön. Und in dem Moment, wo du fertig bist mit dem Bewässern und das Wasser dann abstellst, dann zieht sich der Gartenschlauch automatisch wieder zusammen. Das ist halt auch das Schöne. Du musst ja bei normalen Gartenschläuchen sammelt sich ja immer Wasser da drin. Und wenn du die dann zusammenrollst, kommt immer wieder noch Wasser raus. Und das stockt ja auch manchmal so. Hier ist das so, dass wenn der Wasserdruck dann halt abfällt, wenn du das Wasser ausmachst, zieht er sich automatisch wieder zusammen und wird wieder klein. Hier, schau. Ach, guck an.
Wahnsinn. Dann geht das ganze Wasser raus und der wird wieder ganz, ganz klein. Es ist super praktisch. Sehr praktisch. Also ich kann verstehen, warum Sie den alle bestellen. Der war so oft ausverkauft. Ja. Wir haben immer mehr bestellt. Den 10 Meter, der auf 30 Meter heranwächst, bekommen Sie unter der Bestellnummer NX5149 in der 569. Und Sie sind jetzt da, Sie sind jetzt lieferbar. Also wenn Sie bestellen möchten, rufen Sie die Kollegen im Callcenter gerne an unter der 0180 51 51 3x2. Bestellen Sie jetzt, denn der Frühling kommt bestimmt und dann braucht man die wieder. Und dann sind Sie wahrscheinlich wieder ausverkauft. Das ist ja immer so. Immer dann, wenn man es braucht, dann bestellen alle und dann hat man wieder nichts. Jetzt sind Sie da, also greifen Sie da gerne zu. Die Brause ist direkt im Preis mit inklusive mit 7 Sprühfunktionen. Aber manchmal ist es ja so, dass man da noch etwas mehr haben möchte. Und auch da haben wir an Sie gedacht. Da haben wir noch ein kleines Produkt gefunden, was Sie sich dazu bestellen können. Gerade wenn man im Frühling jetzt einiges sauber machen möchte. Zum Beispiel das Auto oder auch die Gartenmöbel. Bei uns ist immer zu Hause dann der große Tag, wenn wir den Garten auf Vordermann bringen, dann zum Frühling hin und wir die Gartenmöbel alle sauber machen müssen. Klassisch diese Plastikgartenmöbel, die wir haben und dann auch die Liege und dann unterm, wir haben so einen Carport, so einen kleinen, wo wir immer sitzen. Das muss alles dementsprechend machen, ne? Ja, genau, das ist viel Arbeit. Und dann ist es immer gut, wenn man kleine Helfer hat, die es einem erleichtern. Wir haben hier aus dem Hause Royal Gardenier ein Universal-Reinigungsset. Und das ist perfekt für Auto und Garten. Und das besteht aus 3 von diesen Aufsätzen. Wir haben hier den Schwammaufsatz. Der ist natürlich perfekt geeignet, um das Auto sauber zu machen. Oder auch zum Beispiel hier ganz, ganz weich gepolsterter Schwamm. Da sehen wir es, der macht auch keine Kratzer auf dem Auto oder wie gesagt auch um zum Beispiel Plastikgartenstühle abzureinigen oder so. Also genau, klassisch die glatten Flächen. Und du schließt es an den Gartenschlauch mit an. Du kannst es hier mit diesem Aufsatz, Verlängerungsaufsatz, ist auch mit drin. Das ist natürlich eine tolle Sache. Wird einfach hinten angesteckt dann hier an den Gartenschlauch. Zack, dann ist das hier dran. Dann habe ich dieses tolle Verlängerungsmetall hier und habe hier unten auch noch einen Kippschalter. Der ist auch ganz wichtig. Da kann man nämlich an und aus direkt hier vom Griff aus steuern, da sehen wir es. Das ist toll gemacht, weil da muss man nicht immer Wasser an, Wasser ausdrehen, sondern du kannst es hier direkt von der Hand aus steuern. Und dann kannst du die verschiedenen Aufsätze hier aufsetzen. Zum Beispiel dann hier diesen Aufsatz mit dem Schwämmchen. Oder wir haben noch weitere Aufsätze. Du hast gerade die Bürste hier. Die ist auch toll, oder? Die ist auch super. Gerade wenn du mal Felgen sauber machen möchtest beim Auto. Oder auch andere Sachen, die du halt ein bisschen mehr scheuern musst. Vielleicht die schraubt Steine. Man auch hier drauf? Genau, die werden dann da oben drauf geschraubt auf den Aufsatz. Ganz einfach. Ja. Super. Und dann kannst du auch damit arbeiten. Und das Tolle ist, es kommt natürlich hier mal das Wasser raus. Das heißt, du arbeitest hier mit Wasser dann und dieser Bürste und kannst dann dementsprechend alles abreinigen. Hier mal so einen Tisch sauber machen, unten die Füße, hier alles abreinigen, zack, zack, zack. Das geht dann hier ruckzuck, so wie man das halt klassisch dann zu Hause macht. Oder auch den dritten Aufsatz, den du da hast, das ist dann diese klassische Düse wieder mit 7 Sprühfunktionen. Jet Center, Flat Cone. Genau. Genau, und das ist auch ganz schick. Da gibt es eine Funktion, die ist wie so ein Sprühnebel. Die ist ganz toll, wenn du Pflanzen hast, die nicht so stark bewässert werden dürfen. Ach so. Also wie zum Beispiel, ach, hier sehen wir es gerade ganz toll. Also klar hast du die normalen, wie so ein Jetstrahl und diese klassischen Bewässerungswasserstrahle dann. Oder du hast auch diesen feinen Sprühnebel, also für zarte Pflanzen, wenn du nur so benetzen möchtest, benebeln möchtest. Das geht auch mit dieser Düse. Also hier ganz, ganz toll. Dieses gesamte Set kostet 12,26 Euro. Nein. Doch. Ach Quatsch. Doch. Ja, man erstaunt immer, weil man kennt immer die einschlägigen Preise dann in den Baumärkten. Und da ist es ja immer extrem teuer, wenn du da mal alleine so eine Sprühdüse kaufen möchtest. Die kostet dann immer gleich 30 Euro. Wir haben gesagt, nee, wir machen das hier 12,26 Euro. Kann man sich direkt zum Gartenschlauch mit dazu bestellen. Auch hier sehen wir mal, wie man so einen Topf dann toll sauber machen kann. Mit, dieser tollen Bürste. Das ist natürlich perfekt, wenn du so Terrakotta auch hast. Das musst du dann halt mal ordentlich abreinigen. Kannst natürlich auch noch schön reiben und rubbeln ein bisschen, damit das alles abgeht. Da setzt sich auch manchmal so Moos an oder sowas. Das kannst du hier damit dann toll alles abreinigen. Die Bürste ist auch ziemlich stark, ne? Da kannst du wirklich
ist nicht so eine weiche Bürste. Ja, auch mal für so Fugen oder so. Oder wenn du halt wirklich mal ein kleines Gartenhäuschen hast, wo du ein bisschen was sauber machen willst, vielleicht auch die Regenrinne mal ordentlich sauber machen willst, dann geht das hier mit dieser Bürste wirklich optimal. Sehr praktisch. Es ist super praktisch und für den Preis würde ich sagen, bitte direkt mit dazu bestellen zum Gartenschlauch unter der Bestellnummer NC5132. Unter 569 gibt es dann dieses tolle Set hier mit dem Verlängerungsteil und den drei Sprühfunktionen dann mit dazu. Viel Spaß dabei, viel Spaß im Garten. Der Frühling kommt bestimmt.